Willkommen zu einem neuen Destiny 2 Guide von mir, dem Ilias. Wir haben viele Wochen darauf gewartet und nun ist es endlich soweit. Die Exo-Quest für die bisher unbekannte Exo-Waffe aus dieser Season ist gestern live gegangen. Leider scheint die Quest time-gated zu sein, das heißt, dass die Quest sich auf wahrscheinlich 3 Wochen aufteilt. Ohne weitere Umschweife möchte ich aber euch jetzt den ersten Teil der Exo-Quest in diesem Video zeigen. Sofern noch nicht geschehen, geht ihr im Turm zum Questarchiv, um die saisonale Quest Angelausflug Thronwelt abzuholen. Danach müsst ihr zu Hawthorne im Turm und bekommt von ihr einen weiteren Questschritt. Habt ihr das gemacht, bedeutet es für euch, dass ihr fischen gehen müsst, und zwar in der Thronwelt im Gebiet Miasma. Ihr müsst für den ersten Questschritt einen Exofisch fangen, der im Englischen Whispering Moth Carp heißt, also sowas wie flüsternde Mottenkarpfen. Leider hatte ich bisher noch kein Glück und muss noch ein wenig fischen, aber vielleicht geht es ja bei euch schneller und ich wollte euch nicht warten lassen, deswegen habe ich gedacht, mache ich das Video trotzdem schon mal und ja, lasst mich wissen, wie lange ihr gebraucht habt. Aber habt ihr den Exofisch dann gefangen, müsst ihr in den Helm und gebt den Fisch dort ab, also befreit ihn sozusagen in dem Aquarium. Dafür bekommt ihr ein weiteres Item, Broken Blade of Strife zu Englisch. Habt ihr das erledigt, begebt ihr euch auf einen Tauchgang und gebt dieses Item dort bei einer der Scharstatuen ab. Darauf gibt es eine kleine Interaktion mit der Statue und ihr habt den ersten Questschritt erledigt. Wahrscheinlich werden wir auch in den kommenden beiden Wochen jeweils einen Exofisch fangen müssen, also sammelt schon mal genügend Köder und wenn ich euch noch einen Tipp geben darf, fischt möglichst immer dann, wenn der linke Balken für das konzentrierte Angeln voll ist, während ihr angeln wollt. Dadurch habt ihr eben eine bessere Dropchance auf die Exofische. Tja, und das war es nun eigentlich schon zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und lasst mir doch gerne einen Kommentar dazu da, ob ihr euch denn auf die neue Exo-Waffe freut oder ob ihr, ja, ob das Fischen euch ziemlich abschreckt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like oder vielleicht sogar ein Abo freuen. Wäre ein mega Support für mich und naja, kostet euch nichts. Also warum nicht, verpasst ihr auch keine weiteren Destiny 2 News oder Guide-Videos mehr von mir, dem Ilias. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, euer Ilias. Ciao.